Oh Mann, da sollen wir jetzt hier halten mit 13 gegen 15? Na gut. Versuchen wir mal in eine Richtung vorzurücken. Kommt zwar ein bisschen spät, aber ich bin ja mal da. Hier sind noch ein Panzer rum. Ich vermute ihn hier oben auf dem Verdeck. Schade. Könnte sein, dass sie mir jetzt hinterherkommen. Hopp oder top, etwa ich schaff's vorher rein oder nicht. Also von der Entfernung merkt man nichts Neues. Die soll ein bisschen verringert worden sein, aber da kann es sich echt bloß um 5 Meter handeln. Da waren zwei? Er könnte mir auch mal Deckung geben. Er steht doch da. Jetzt brauchst du auch nicht mehr rumgucken. Ich hab da nicht umsonst hingeschossen. Denkst du, ich mach das da aus Lust und Langeweile? Oh, guck mal, der Roland, der schießt da irgendwo hin. Brauche ich eigentlich zum Update momentan nichts Neues sagen, außer dass wir hier vielleicht mal eine bessere Kante bräuchten. So eine Auffahrt, so eine Rampe wäre echt nicht schlecht. Für beide Fraktionen, damit wir alle mal langkommen. So, jetzt haben wir hier weggesnipert. Ich halte den langen Flur. Wichtig ist, dass wir den Punkt noch nicht haben. Also wie es aussieht, halten wir die Halle. Willst du hier doch nicht alle mit... Wir lassen uns doch hier nicht mit Pistole wegnaschen. Einer, MG42. Der hat sich das Ding gerade zurechtgelegt, da bin ich auch. Wie sieht's aus? Da kannst du mit deiner Pistole kommen, wie du willst. Der hat das auch in der Nachladen geskillt. Er spielt das zwar gut mit Pistole, aber das ist Quark. Ja, er spielt mit schneller Nachladen und allem. Premium, definitiv. Aber das ist halt keine gute Idee. Egal wie gut man ist. Mit einer Maschinenpistole ist man immer besser dran. Oder irgendwas anderen. T26, dahinter noch einer. Mein Freund. Rechte Kette, erstmal manövrierunfähig. Du brauchst hier gar nicht reinkommen, vergiss es. Dann gebe ich das Gefühl, du sitzt draußen bei der Panzerfaustbox. Ich habe Zeit. Ich stehe hinter dir doch. Mein Gottchen, nee. Wow! Bin ich. Ein für Mama, ein für Papa und ein für Mama. Oben drauf. Und dann schießt mich der nächste weg. Was ernsthaft? Das hat gereicht, um mich wegzuschießen. Einfach mal gegen die Wand geschossen und dann bin ich tot. Kriegen wir die A-Seite?
Sieht ganz gut aus. Machen wir mal Druck da. Wenn die da wieder so viele Schanzen stehen und darauf warten, dass wir wieder C2 angreifen. Mann, ist das wieder ein Krieg. Wenn noch diese Seite hier keine Panzerunterstützung hat, dann fahre ich mit meinem kleinen T-34 außen drum rum und gebe doch mal denen hier Deckung, weil die sind eigentlich ziemlich weit gekommen. Die hat bloß Pech, dass ich noch im richtigen Moment hier ins Spiel gejoint bin und habe hier gleich mal die Führung übernommen. In diesem neuen System. Das reicht nicht. Campen ist nur einmal im Jahr. Ich habe Zeit. Ich habe ganz viel Zeit und dann lasse ich die mit rumkommen und dann steht es 4 gegen einen. Und dann ist die Nummer durch. Der hätte Leute mal früher bewegen sollen. Das ist immer dasselbe. Da muss man mal reinrennen und sterben. Sonst noch wer? Ich werde jetzt garantiert vom Sniper weggeschossen. Mein Wagen ist wieder so gut wie hin. Na, wo ist er mit seinem PTRS-Teil? Sonst noch wer? Na komm, trau dich. Das war jetzt wieder klar. Es wird ja 10 Millionen Granaten geworfen werden. An einem Punkt, den überhaupt niemand mehr interessiert. Nur um mir auf den Sack zu gehen. War das der Mann, den ich als tot erhoffe? Kann sein. Hier wird immer noch gesnipert. Leute, wir sind schon wieder auf der C-Seite. So vollkommen irrelevant, aber es wird gesnipert und wenn er nicht gestorben ist, dann sitzt er da noch heute. Eine draufrücken. Ich hätte mich jetzt auch umbringen lassen können, aber ich habe auf den lächerlichen Sniper gehofft, der mich mal wieder von irgendwo von hinten erschießt. Ich schreibe hier irgendwann nochmal ein Buch oder so eine grundsätzliche Regel. Und die erste Regel ist die absolute Notfallregel. Die bestätigt allen Charakteren auf dem Feld, egal ob Sniper, Scharfschütze, Panzer, wer auch immer. Ne? Wenn der letzte Punkt angegriffen wird und er ist kurz davor eingenommen zu werden, hat jeder seinen kleinen Popo dort rein zu bewegen, weil es einfach mal wichtig ist. Weil es bringt ja nichts, auch wenn du Scharfschütze bist, kannst du ja sagen, du kannst ja nicht viel machen, aber letztendlich ist dann jeder Mann verpflichtet, diesen Punkt zu halten. Da bringst du ja nichts, noch drei Leute draußen abzuschießen. Wenn der Punkt dann gefallen ist, ist es eh durch. Jetzt rennen wir hier einmal 100 Kilometer durch die Walachei. Da war wieder mal mehr drin. Für die Russen. Ich erwarte ja nicht immer, dass sie jedes Spiel gewinnen, aber es wäre möglich gewesen, dieses Spiel zu gewinnen. Jetzt ist es natürlich umso schwerer geworden, das hier noch irgendwie positiv zu beenden, weil es eben halt ne, nur noch eine Leine ist, aber von zwei Seiten hätte man da ganz wunderbar rangehen können. Schießen wir einfach mal. Ja, um die Handgranaten. Da oben steht der Panzer. Keine Ahnung, wo derjenige ist. Egal, was ist, ich muss rauskommen. Die sitzen wieder in einer sehr überlegenen Position und warten darauf, dass wir wieder angreifen. Es ist immer schön. Jetzt schnappe ich mir einen Panzer, weil ich die Schnauze voll habe von dem ganzen Gecampe und knall alle über den Haufen und nur den Punkt ein. Mann, 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 es ist immer dasselbe. Der Gegner spielt immer super in der Verteidigung. Da wird gewartet, da werden Handgranaten gezogen. Und im Angriff, in der Bewegung, hat der Gegner das nicht mehr drauf. Magazin, jawohl. Na, welchen Infanteristen schießen wir heute? Keine Pullerkanone da hinten.
auch mal kurz weg. Hier wird gerade wieder jeder weggesnipert, der da ist. Ach, der lag hier vorne. Ich kam das Rohr bloß nicht mehr runter. Steht da noch was oder steht da nichts mehr? Eine Sudi steht im Walde. Nachladen. Aussteigen, Pick ist es. Hallo. Kamerad Schnürschuhe, da ist er wieder, der Sniper des Tages. Oh, jetzt müssen wir nachladen, wie ungünstig. Ich würde mich ja echt gerne mal reparieren, aber ich komme einfach nicht dazu. Einmal komplett rüberfahren. Das schaffe ich nicht. Mit einem halbtoten Panzer um die Ecke luschern. Ah, shit. Wenigstens die Kette wegschießen. Dreh dich in den kurzen Winkel, komm schon. Wenigstens probieren, jawoll. Hallo. Wenn ich als letzte Artillerieverteidigung stehe für 5 Minuten, ist mir das sowas von egal. Irgendwer schießt da. Reparier mich mal, das wäre eine gute Variante. Vielen Dank für die Blumen. Darauf habe ich jetzt gehofft, dass einer kommt. Mich hier irgendwie nochmal repariert. Wenn ich hier nämlich wieder fit werde, haben die nämlich ganz große Probleme. Ich sehe niemanden mehr snipern. Halbwegs wieder einsatzbereit. Aber kannst du nicht zielen? Danke. Dann wird nächstens halbwegs wieder zu erlauben. German Panther, Alter! Den Panther, den schaffst du nicht! Gucken, ob noch einer meiner Reparateure weggeschossen wird. Wer sucht jetzt hier Streit, hä? Also ernsthaft, du? Noch nachladen.
stehen hier wieder Fels in der Brandung. Wenn der Panzer wieder fast hin ist, er steht noch. Ich wollte eigentlich durchfahren, aber ich komme nicht rüber. Ist ja nicht so, als wenn ich es nicht wollte. Und mit dem bisschen, was ich jetzt noch habe, wenn er mich nochmal repariert, kann ich nochmal durchfahren. Ich gehe mal davon aus. Bin mir aber nicht sicher. Irgendwie ist mein Bein eingeschlafen. Das ist auch nicht gut. Wir sind hier nur im Scope-Modus. Der war eigentlich so nett und hat mir hier den Dings hingestellt. Komm ernsthaft nochmal damit durch. Ah, jetzt war irgendwann mal durch. Ich bin tatsächlich mit Bein eingeschlafen. Ah, das ist gerade schlecht. Das ist gerade sehr schlecht. So, jetzt geht's besser. Haben wir keinen Panzer mehr? Ne, wir haben keinen mehr. Ich habe ja auch einen verbraucht, das ist auch ganz schön viel, das stimmt. Hätte ich mal ein bisschen sparsamer mit umgehen sollen. Ne? Auch wenn sie sich jetzt mal wieder gut halten, den Angriff haben sie verpennt. Keine fiesen Mantenten hier. Da stehen wir wieder alle oben. Wieder komplett oben. Ich muss aufpassen, dass ich nicht vom Panzer erschossen werde. Ich geh dann mal wieder. Ach, shit. Ach, scheiß Geländer. Da bin ich nochmal drüber gekommen. Ernsthaft? Der kommt damit durch? Erstens, dass mein Wagen überhaupt abprallt, ist schon eine Sensation. Das darf er nicht schaffen. Heavyset Gold warten. Könnte mit der Mosin umherlaufen und wenn er die hat. Ist von der anderen Seite reingekommen. Aber jetzt nicht mehr. Zehn Minuten Schnurri werden. Gesnipert wird ganz groß. Ganz groß im ganz großen Stil. Fahren wir durch. Hast du wieder ein Schwein, das hier nur 10.000 Steine sind? Das ist immer, das ist Camperparadies hoch 10.000. Immer ein Stein, der dir irgendwie alles vernichtet. Na? Der kommt nicht hinterher. Wo wollen die denn jetzt hin? Zwei Leute, die weggelaufen sind.
muss jetzt hier rein, ich kann nicht flankieren. 3-0. Die kommen rein, jetzt mal durch die Tür rein oder durch die hinter mir. Wenn hier keiner kommt, drehe ich mich um, müssen wir an der anderen Seite kommen. Jetzt war einer da, jetzt ist er wieder weg. Jetzt war er wieder da, jetzt ist er wieder weg. Oh, der ein Lack. Der, so ein Lack will ich auch mal im Spiel haben. Einmal Glück gehabt, dass da ein Stein liegt. Jetzt direkt mit einem Schuss um Headshot gemacht. Das ist einfach geil. So viel Glück im Spiel. Der hat einen Lack, ey. Das ist unglaublich. Unglaublich, wie viel Glück er hat. Und jetzt hat er einmal Pech und dann ist der Punkt auch verloren. Danke. Die Basis hier vorne nicht zugestellt und muss hier vorne bei C3 stehen. Ja, das war jetzt wieder klar. Das letzte ist, was ich tue, aber den nehme ich noch mit. Rum hätte ich es eh nicht geschafft. Ja, dann ziehen wir uns weiter zurück. Stehen wir weiter hinten. Noch weiter hinten stehen. Warten wir die letzten 5 Minuten. Hätte man die andere Line gehabt, hätte man gewinnen können. Aber naja. Mit dem Kopf durch die Wand. Obwohl. Fehlt da noch der Panzer? Den baue ich noch nicht. Mini wurde gerade abgeknallt von irgendeinem Sniper. Mein Bruder, du kannst mit deinem Turm nicht in alle Richtungen gleichzeitig zielen. Natürlich macht das wieder keinen Schaden am Panzer. Wir sind alle mit ihm beschäftigt, dann laufe ich mal durch. 3 gegen 2, hier soll keiner sein. Ja, guten Tag. Ich wäre ja nicht gesprungen. Ach komm schon. Los, komm, einen hast noch. Ah! Bitte. Scheiße, mit dieser hässlichen Panzerfaust mir in den Arsch getreten. Wo ist er? Ist in den Türrahmen? Nein, das ist... Du, sag jetzt ernsthaft nicht, du bist da reingelaufen, hast gesehen, dass ich auf deinen Kollegen steht. Ehrlich, so eine Reaktion kann man noch gar nicht haben. Wow. Fauli das Faultier. Da ist er wieder. Ich beweg mich heute mal Richtung C3. Zack. Lieblingstoilette. Nachladen. So.
sagen, hier hat doch gerade eine geklimpert gehabt. 3 gegen 2, wenn wir es jetzt wieder kriegen, war es das. Ah ah, geheilt wird hier nicht. So ein Edeljoker, nur für mich. So. Gentlemen! C3 ist gleich unser. Wow! Natürlich er wieder! Er hat einen Lack, es ist jedes Mal dasselbe. Ich meine, er macht ja einen guten Job, aber trotzdem ist es echt Glück, was er hat. Dreimal Sahne schon gehabt. Ist immer noch in der Tasche. Jawohl, sehr schön. Da gemacht. Richtig, richtig, richtig. Diesmal hat er Pech gehabt. Ich muss aber dazu sagen, sie sind jetzt nicht wirklich gut, ne? Also es ist jetzt alle, die haben zwar alle ganz nette Waffen, manche mit dabei, aber es ist halt zu wenig. Die kann ich nicht stehen. Es sind auch wieder außen zu viele Sniper, die das irgendwie versuchen hier zu gewinnen. An den Verlustzahlen sieht man ja, dass die keine Chance haben. Aufopferungsvoll haben sie ja gut gekämpft. Türrahmen ist immer sehr. Ich habe da einmal kurz rüber geguckt. Ich könnte jetzt noch einen Blaster hinterherziehen. Ich würde sagen, wir geben jetzt langsam auf. Und den Blaster, weil der in der Richtung schon steht. Vorwärts, entweder ich kriege einen Headshot oder nicht. Einmal weggepustet. Auch wieder sehr schlecht gemacht. Und jetzt werde ich von der anderen Seite erschossen. Wollen wir doch wetten? Wenigstens probieren, noch reinzurennen. Sag ich ja. Von da oben sitzt auch noch einer. Es sitzt niemand, bewacht immer den Punkt. Es ist immer niemand da. Jetzt kriegen wir die Eroberung nicht, weil ich wieder der Depp war, der draußen umherlaufen. Was? Wir kriegen den Punkt nicht? Wer hat sich denn da jetzt noch erschießen lassen? Ja, dann bleiben wir hinten. Komm. Für die 2 Minuten renne ich jetzt nicht nach vorn. Dann lass sie kommen. Es ist halt traurig, immer wenn man sowas sieht. Obwohl wir eigentlich natürlich vom Skill her klar besser waren, hätten wir das hier verlieren können. Wenn man 2 Seiten gehabt hätte, das ein bisschen ordentlich verteidigt hätte. Ich bin schon die ersten raus. Wo ist denn jetzt hier 3? Ja. Ja, aber die Panzer sind da. Hat also gut Rückendeckung. Ich darf hier nicht unter der Treppe stehen, sonst kriege ich hier noch einen Hit. Hier dürfte ich eigentlich auch nicht stehen, sonst kriege ich da noch einen ab. Hier bleibt hinten. Wir kriegen C2 nicht, weil da hinten direkt der Spawn ist und die haben noch Panzer und wir haben keine mehr. Mathematische Gewissheit. Es ist nur eine Frage von Zeit, bis sie dann den Punkt wieder reinbekommen. Ja, PKM liegen da auch noch rum. Jetzt sitzen wir hier und freuen uns. Na, guck mal, die ersten 3 haben schon wieder fast 200 Abschüsse zusammen. Und wenn wir da noch einen Bezug, dann haben wir die knapp 200 Leute. So viel haben die alle zusammen erschossen. Deswegen also klar gewonnen, aber wie gesagt, hätte ich auf der anderen Seite mitgespielt und hätte die A-Line gehalten, bin ich überzeugt, das hätte man gewinnen können. Bleib hinten, 2 Minuten abwarten.
Schön beim Hotspot stehen. Nee. Nee, nee. Da reicht ein Headshot nicht aus der Entfernung. Da musst du schon Skill haben. Und Luck. Und diesmal war beides auf meiner Seite. Da kannst du ja auch nichts machen. Er muss mittig durchrennen. Dann kann er da nicht im Türrahmen stehen bleiben. Er hat es zwar reingeschafft, aber er hätte noch durchlaufen müssen, bis wenigstens hier vorne, bis zu dem Türrahmen, dass er von hinten halbwegs Deckung hat. Und da kommt er nicht an. Und selbst wenn er mich erschießt, bringt ihm das alles nichts mehr, weil die Nummer jetzt durch ist. 10 Sekunden noch campen. Abwarten. Tüdelü, wir haben gewonnen. Auch wenn uns das hier in dem Moment nichts bringt.